11. Partie von 15. Zur Abwechslung mal mit einem Lokalmatador von der Oyakata Kampfsportakademie aus der roten Ecke. Aber Schala. Beide Kämpfer einen Kampf, beide Kämpfer einen Sieg. Einer geht heute mit 2 Siegen nach Hause, der andere mit 1 Verlust. Oder aber beide mit 1 Unterschieden. Besonders bei diesem Kampf, der einzige Kampf am heutigen Tag, der 3x3 Minuten geht und nicht 3x2 wie alle vorherigen. Das war auf Wunsch der Kämpfer so bestimmt. Und dem wurde nachgekommen. So, Runde 1, ringfrei, 3x3 Minuten. Schöner Lowkick von rechts aus der roten Ecke. Harte Bodyshots aus der blauen Ecke, gefolgt von einem Knie. Man sieht den deutlichen Größenunterschied. Schöner Lowkick. Mittelkick von dem Blau. Schöner Innenlowkick von der roten Ecke, gefolgt von einem Frontkick. Bodyshots, gefolgt von einem Knie aus der blauen Ecke. Mehrere Knie hintereinander. Rote Ecke scheint unbeeindruckt zu sein. Referee ermahnt hier. Schala aber hat bei der Schanzer Donau Fights bei einem Open Air hier in Ingolstadt seinen ersten Kampf bestritten und in der ersten Runde mit einem technischen K.O. gewonnen. Rote Ecke leicht im Bedrängnis hier. Die Seiten gewechselt. Deckung steht. Vorbildlich. Hier mit einigen Wirkungstreffern aus der blauen Ecke. Schöne Overhand Right aus der roten Ecke. Schöne Führhand vom Blau. Die letzten 30 Sekunden in der ersten Runde. Auch hier gilt es, die eine Minute, die jeweils pro Runde dazu kommt. Stadttheater! Nimmt einem so immens viel vorweg. Das ist nicht zu unterschätzen. Beide Kämpfer müssen hier vorsichtig sein. Die letzten 10 Sekunden der ersten Runde. Mit einem High-Kick-Versuch aus der blauen Ecke. Hier wird die rote Ecke ermahnt, dass der Kick nicht abgehalten werden darf und dann zurückgeschlagen werden darf. Klare Regeln, die von Anfang an diskutiert wurden. Starke Treffer zum Körper aus der blauen Ecke. Runde 1 ist zu Ende. Wow. Ingolstadt, wenn ihr euch wundert, einfach warum die Jungs jetzt 3 Minuten kämpfen und nicht 2 Minuten wie die anderen. Die haben das untereinander ausgemacht, die haben entschieden, komm, wir geben es uns richtig, wir wollen tot nach Hause gehen, wir machen 3 Minuten. So kann man es auch machen. Also die Jungs haben selber entschieden, 3 Minuten, also 3x3 Minuten, also sehr, sehr hart. Thank you.
ringfrei für Runde 2. Die erste Runde war schon sehr vielversprechend, sehr energisch. Touch Gloves. Und let's go. Der Größenunterschied ist schon enorm. Für dasselbe Gewicht. Schön rangetastet, die rote Ecke. Ingolstadt macht bald Stimmung! Zwei schöne Wirkungstreffer aus der roten Ecke. Low Kick. Zweiter Versuch. Leider ins Leere. Schöne Schläge zum Bauch. Das sind zu viele Knie in zu kurzer Zeit. Das ist im K1 nicht erlaubt. Schöner Wirkungstreffer, schöne rechte Gerade von der blauen Ecke. Schöner Schwinger. Zwei Middle Kicks, zweimal mit Wirkung. Hier muss die Blauke doch vorsichtig sein, dass sie mit den Knien nicht zu nah an den Kopf raten. Rolf Rehrmann hier. Blaue Ecke arbeitet viel zum Körper, gefolgt von starken Middle Kicks. Selbst wenn die Deckung steht, ermüden die Arme. Beide kämpfen im Infight. Das bedeutet Ellenbogen an Ellenbogen. Also sehr nah ohne Distanz. Hier arbeitet die blaue Ecke, wie schon erwähnt, viel zum Körper. Viele Bodyshots. Versucht ab und an die Leber zu treffen. Jedoch lässt die rote Ecke sich davon nicht beeindrucken. Kommt hier auch mit einem Bodyshot. Man merkt, die Luft wird knapp. Bei den Knien gilt dasselbe wie bei den Middle Kicks, selbst wenn diese auf die Deckung gehen. Die tun weh. Das war ein schöner, starker High Kick. Wieder High Kick. Die gehen durch die Deckung, da muss man vorsichtig sein. Ingolstadt, die Jungs geben starke alles, Leistung. Seid ihr? Tapfer, tapfer. Von beiden Seiten. Gute Deckung von, jawohl, schön Kopf gemieden und versucht mit einer Overhand hier zu treffen. Hier muss aber vorsichtig sein, er muss aktiv am Kampf teilnehmen. Die letzten 3 Sekunden der zweiten Runde. Stark, starke Leistung. Nun kommt die dritte entscheidende Runde. 3x3 Minuten. Also ich würde wahrscheinlich einmal 3 Sekunden aushalten. Also Respekt, was die Jungs hier abliefern. Die Trainer sind am Mann. Und Coach nochmal geben die letzten Tipps. Sagenhaft, was die da treiben und beziehungsweise wie sie da kämpfen. Und jetzt Ingolstadt, komm, die letzte Runde, helft den zwei Jungs, auf geht's! Dritte und somit entscheidende Runde, die letzten 3 Minuten stehen auf der Uhr. Rote Ecke hier mit mehreren Inside-Low-Kicks. Starke Kicks, starke Knie aus der blauen Ecke. Tapfer steht die rote Ecke mit der Deckung da. Hier in die Ecke gedrängt, hier muss man vorsichtig sein. Ja,
Jetzt wird die rote Ecke angezählt. Der blaue Kämpfer aus der blauen Ecke muss in die neutrale Ecke. Rote Ecke wird angezählt. Zu passiv. Steht nur noch mit der Deckung da. Hände hoch. Hände hoch. Ansonsten ist der Kampf beendet. Auf Referee gibt dir noch mal eine Chance. Ich brauche euch noch mal die letzten zwei Minuten. Die geben alles. Da muss Konter aus der rechten Ecke kommen. Ansonsten gilt es wieder, angezielt zu werden, wie eingangs erwähnt. So. Zweites Mal in dieser Runde. So. Trainer beendet den Kampf. Souveräne Leistung auf beiden Seiten. Jedoch muss man dazu sagen, mit einem klaren Favoriten aus der blauen Ecke. Und Respekt vor dem Trainer. Schöner Kampf. Meine Damen und Herren, Sie wundern sich jetzt, warum da so ein Handtuch auf einmal im Ring liegt. Das ist zum Schutz der Kämpfer. Wenn der Trainer meint, ich möchte meinen Kämpfer schützen und möchte nicht, dass ihm was passiert, dann tut er zur Sicherheit das Handtuch schmeißen und sagt somit, pass auf, der Gegner hat gewonnen, hör du auf. Der Kämpfer würde weiterkämpfen, weil die Kämpfen ein bisschen umfallen, aber der Trainer sieht es aus einem anderen Winkel und auch hierfür einen riesen Respekt und einen Applaus für den Kämpfer und natürlich für den Trainer, für diese Entscheidung. Meiner Meinung nach die einzig richtige Entscheidung in diesem Fall. Auch wenn der Sieg hier nicht für die Ulaanbaatar Kampfsportakademie ist, war das doch noch die richtige Entscheidung. Gemacht hat und unser Gegner keine Reaktion mehr gezeigt hat. Das bedeutet, er hat sich hinter seiner Doppeldeckung versteckt und hat nicht mehr zurückgeschlagen. Dementsprechend muss dann der Ringrichter nach einer bestimmten Schlagfrequenz des Gegners sagen, hier wird angezählt. Meine Damen und Herren, Applaus für die beiden, jawohl, komm, gibt alles. Hier bebt die Halle nochmal für die enorme Leistung, die beide gezeigt haben. Da kann ich den Vincent nur wiederholen und das unterstreichen, was ich schon gesagt habe. Sieger beim Kampf angezählt wurde der Kämpfer, weil er zu passiv war. Aufgabe des Gegners vom Fight One Schwabach aus der blauen Ecke, der Black Panther! Zweiter technischer K.O. in diesem Abend. Verdient für die blaue Ecke. Herzlichen Glückwunsch. So, noch ein Bild von den zwei und nochmal einen Riesenapplaus für diese Leistung.